Wir haben es jetzt Mittag und ich bin schon ja, seit 5 Stunden oder so unterwegs. Und ja, in Indien ist es manchmal unglaublich nervig mit den ganzen Leuten. Das ist ja immer ganz nett, aber es sind einfach so viele. Also, wenn man fährt, alle 5 Minuten kommt irgendwie ein Motorrad und jemand fragt, wo man hinfährt und was ich, wie teuer das Rad ist und so weiter. Und gestern dann, da war ich in einem Dorf und ich meine, ich konstant von 10 bis 20 Leuten umringt und irgendwann ist es einfach nur noch so nervig und wir müssen einfach nur noch seine Ruhe haben. Und zurzeit fahre ich einfach an allen einfach schnurstracks vorbei. Ich gehe auf gar nichts ein, was mir einfach zu viel ist. Und selbst aufs Klo, wenn ich dann am Rand vom Dorf gegangen bin, wir da kein Klo hatten, sind mir Leute gefolgt. Als ich heute Morgen zu meinem Rad gegangen bin, vor dem Schuppen, da standen schon 15 Leute und haben da reingeguckt, wie das Rad ausschaut und so weiter. Das ist einfach nur unglaublich nervig manchmal. Also da kommen wir dann emotional echt an seine Grenzen, weil man einfach nur noch seine Ruhe haben will, wenn man die ganze Zeit konstant von Leuten angestarrt wird und immer die gleichen Fragen bekommt und das 100 Mal am Tag, mehrere Tage hintereinander dann. Naja, ich schaue jetzt mal, wie es weitergeht und mal schauen. Wir haben es 7:30 und ich bin vorhin gerade aufgestanden. Gestern Abend wurde ich dann noch zum Essen eingeladen, also von den Besitzern dieses Hauses da. Und heute Nacht habe ich dann hinter dem Haus, also hier hinter so einem Heuballen, irgendwie geschlafen, mein Zelt aufgebaut. Waren zwar ein paar Käfer da unterwegs, aber trotzdem ganz gut. Und ja, jetzt geht's dann bald weiter. Wurde ich gerade auf einen Tee eingeladen und dann haben sie mich aus dem Restaurant wieder rausgeschickt, weil so viel Inder zum reingekommen sind, um mich anzustarren. Das war einfach nur, ich werde rausgeschickt, weil
so viele in das reindrängen, keine Ahnung. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಚರ್ಮನು ಎಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗೊತ್ತಿರೋ Are you singing a song for us? Does it only need? Me sing a song? Yeah. Alle meine Elchen schwimmen auf dem See, schwimmen auf dem See, Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Ich komme gerade von der Schule, da habe ich heute Nacht übernachtet. Das war ganz gut, ganz angenehm. Gut gegessen und so weiter. Und ja, gestern Abend habe ich dann noch vor irgendwie den 500 Schülern da dann erzählen sollen, was ich mache und so weiter. Dann haben sie noch Fragen stellen dürfen. Da wollte einer, dass ich ein deutsches Lied singe. Da habe ich halt alle meine Entchen vor 500 Leuten gesungen. Und ja, dann heute Morgen habe ich sogar noch zwei Bücher geschenkt bekommen von dem Swami, der da überall rumhängt als Bild. Also das Geburtstagsgeschenk. Heute ist 17.01. 20 Jahre alt bin ich heute. Yay! Und ja, jetzt geht's gerade dann weiter Richtung Norden. Mal schauen, was der Tag so heute für mich bereithält. Ich bin gerade durch ein Dorf gefahren und als ich rausgefahren bin, da ist mir erst gar nicht aufgefallen, aber überall lagen so Kackwürste rum und da ist mir gekommen, dass es von Menschen ist, weil wir haben da keine Toiletten anscheinend und was bei uns undenkbar ist, gehen die Leute einfach an den Dorfrand und erledigen dort ihr Geschäft und ja, ganz, ganz anders. Einerseits ist Indien Atommacht, auf der anderen Seite haben viele Menschen keinen Zugang zu Toiletten. Ja. Ich bin für heute Nacht bei einem Tempel untergekommen und jetzt gibt es dann auch noch Essen für mich. Ich habe noch was zum Essen und schlafen kann ich hier. Is
Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.